Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schweden-Folge. Und mittlerweile könnt ihr ja auf meinem YouTube-Kanal Schweden in Deutschland und Italien sehen. Und ich muss sagen, das macht mir richtig Spaß hier, das Spiel. Ich habe letztes Mal schon ein bisschen Werbung dafür gemacht, dass es ein Frankreich-Immersion-Pack geben wird. Ja, das werden wir uns angucken. Und da machen wir vielleicht sogar ein Let's Play mit Frankreich. Auch da gibt es eine Errungenschaft für. Verläuft ohne Zwischenfälle hervorragend. Ich fände es gut, wenn die Gefahr irgendwie reduzieren könnten. Naja. Genau. Also, vielleicht gibt es ein Frankreich-Let's Play. Ich bin mir noch unentschlossen. Ich warte mal ab. Vielleicht gibt es ja der eine oder andere, der eine Rückmeldung macht. Wobei ich tatsächlich merke, dass es hier für diese Let's Plays für Victoria gar keine Rückmeldung gibt. Keiner schreibt was in die Kommentare. So. Aktivisten unter der Führung von Emanuel Christensen haben sich versammelt, um gegen das fehlende Wahlrecht für Frauen in Schweden zu protestieren. Um gegen das fehlende Wahlrecht. Aha, also der gegen das Wahlrecht. Gegen das fehlende Wahlrecht. Ich habe davon in den Zeitungen gelesen, erklärt der junge Mann. Man nennt sie Suffragetten. Diese Demonstration, wie man dazu sagt, ist eine Art spielerischer politischer Aktivismus. Nicht unähnlich dem, was ein Kind tut, wenn es zum ersten Mal die Funktionsweise der demokratischen Gesellschaft kennenlernt. Sie muss auch in genau einem solchen Kontext verstanden werden. Er verstummte, eine der Frauen in der vorbeiziehenden Menge hatte sich umgedreht und sah ihn unverwandt an. Seine Freunde nickten zustimmend, doch niemand sagte etwas. Dann haben wir jetzt einmal die Gewerkschafter. Also der ist ja unser Kanzler und ich möchte ihn ganz gerne loswerden tatsächlich, weil er ein Bandit ist und damit 5% Prestige abzieht. Ja, das ist echt, echt blöd, der Typ. Und Prestige ist wirklich, das brauchen wir dringend, wir haben definitiv zu wenig. 5% ist jetzt nicht so viel, ja, ich weiß, aber trotzdem. So, also, dieser Protest muss gehört werden. Die Gewerkschafter erhalten erfolgreicher Protest, plus 25 Interessengruppen, Pop-Anziehung und die Intellektuellen auch. Die Gewerkschafter, die sind halt schon mehr, die sind sowieso in der Regierung. Oder verhaftet die Störenfriede. Warte mal, dieser Emanuel ist nochmal wo? Interessensgruppe, Intellektuelle, ja. Ich sag mal so, die Gewerkschafter sind auch... Dieser Protest muss gehört werden. Das hat ja keinen Einfluss. Hat ja keinen Einfluss auf das Frauenwahlrecht als solches. Von daher machen wir das mal. Wir sind ja für das Frauenwahlrecht. Das einzige Problem ist halt, unser Anführertypi ist halt eine dumme Nuss. Ne? So kann man das nicht anders sagen. Dumme Nuss ist übrigens hier in meinem Haushalt ein geflügeltes Wort. Das benutzen wir sehr häufig. Ich habe nochmal geschaut, das Wahlrecht hier wird am 29. August, also in knapp anderthalb Monaten beschlossen, vielleicht beschlossen, wenn das gut läuft. Die Wahl ist hier am Anfang November. Das heißt, wenn das Wahlrecht hier durchkommt, dann erleben wir bei der ersten Wahl direkt einen massiven Umschwung. Ich bin sehr gespannt, ob das einen Einfluss hat auf unser Wahlergebnis. Bis jetzt sind ja immer die intellektuellen Gewerkschafter und Landbewohner die stärkste Partei sozusagen. Ich glaube, es ist die Bauernliga. Ja, und die sollten natürlich auch meiner Meinung nach weiter gewinnen. Aber wer bin ich, um das festzustellen, nicht wahr? So, checken wir mal die Waren. Wie sieht es denn aus? Elektrizität haben wir auch noch gar nicht, gar nicht. Und ich würde mal denken, wir könnten ja mal... Können wir das überhaupt? Oh, warte mal, hier. Als Expedition vorrückt, offenbart der Dschungel einen unerwarteten Anblick. Mitglieder der verschwundenen französischen Expedition, die krank in behelfsmäßigen Hängematten liegen. Die Expedition verliert Fortschritt. Dies wird die aktuelle Gefahr der Expedition verringern. Schwedische Beziehungen mit Frankreich verbessern sich um 30. Uiuiui. Frankreich. Kurz mal gecheckt hier. Ja, argwöhnisch. Haltungswert von 52, minus 52 allerdings. Die normalen Beziehungen sind aber herzlich. Die Expedition erhält geringe Gefahr. Das können wir uns auf keinen Fall leisten, weil die ist schon in großer Gefahr. Und nochmal geringe Gefahr geht nicht. Also wir nehmen das mit den Franzosen. Wir verlieren Fortschritt. Aber wir verlieren auch, glaube ich, ein bisschen Gefahr. Oder wir kriegen zumindest keine neue Gefahr hinzu. Das kann man jetzt mal drehen und wenden, wie man möchte. So, gucken wir uns nochmal das Kolonisieren an. Das müsste jetzt weitergehen, 500 Tage. Denn das ist ja noch hier auf unserem Spiel-Lernbildschirm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht,
ob wir dann alle Aufgaben erfüllt haben. Zumindest alle, die wir, denen wir begegnet sind. Eine Partei, die Landvolkpartei, hat mit Verweis auf den zunehmenden Aufruhr durch radikale Umtriebe in Schwedisch-Gabun für mehr Polizeiarbeit geworben. Plus 30% Momentum für die Landvolkpartei. Streitkräfte und Schweden, naja, das glaube ich ist jetzt nicht so der richtige Weg. 10%, wir müssen mal gucken. Die Landvolkpartei, die ist sowieso bei minus 8. Die würde dann bei plus 22% liegen. Die Bauernliga. Ja, oder was haben wir hier? Die alte, nee, die Sozialdemokratische Partei. Oh, die hat sowieso schon so viel Momentum. Nochmal würde ich das jetzt aber nicht nehmen. Dann nehmen wir doch mal die hier. Das wird dieses Mal richtig krass hier. Die Sozialdemokratische Partei von den Gewerkschaftern nur. 35%. Also diesmal werden die Wahlen richtig krass abgehen. Oh, ich bin gespannt. Die Wahlen werden richtig spannend werden. Leider können wir jetzt gerade das, ah ja, das Frauenwahlrecht, jetzt bin ich sehr gespannt. Noch 6 Tage. Oh, ist das spannend, oder? Jetzt mal ehrlich. Ah, ist das spannend. Was würdet ihr denn sagen? Glaubt ihr, das geht durch? Oh, Pause. Also, glaubt ihr, das geht durch oder nicht? Frauenwahlrecht. Auf jeden Fall ist es ein Achievement. Und wenn es das gibt, naja, dann würde das jetzt unten... Ah, da ist das Achievement. Taten statt Worte. Hervorragend. Hervorragend. Die Geburtenrate geht um 5% zurück. Das ist okay. Ich glaube, da bin ich auch in die Sterblichkeit investiert. Von daher, gut, 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 gut. Beschäftigungsrate geht nach oben. Angehörigenmündigkeit geht nach oben. Hervorragend. So, jetzt kommt erstmal die erste Wahl. Schweden hält die erste Wahl seit der Ausweitung des Wahlrechts für Frauen ab und läutet damit eine neue Ära der schwedischen Demokratie ein. Gucken wir uns auch hier nochmal das Momentum an. Krass, naja, wir gucken mal. So, wir können machen. Die Gewerkschafter erhält die Ideologie Feministen. Was heißt denn das? Haltung gegenüber Frauenrechten. Dagegen deutlich Vormundschaft. Neutral. Die Gruppe vertritt die Auffassung, dass Frauen den Männern gleichgestellt sind und setzt sich für die Wahrung ihrer Rechte als Bürgerin ein. Aber man muss doch jetzt mal sagen, ich glaube, wir haben doch alles erreicht, was für die Frauen da ist. Oder ich meine, wir haben doch jetzt, ich glaube ich zumindest, komplett die gleiche, also Gleichheit halt. So. Die Ideologie für die Intellektuellen, also das ist nochmal das Gleiche. Und hier ein großer Sieg für die Suffragetten. Mathilde Andersen erhält erfolgreiche Suffragette für 5 Jahre. Emanuel Christensen, das ist ja der Kanzler, ne? Ja, der ist unbeliebt. Ach du heiliger Bimbam. Ein großer Sieg für die Suffragetten. Das ist... Im Grunde genommen ist es okay, wenn die Suffragetten hier... Wenn Mathilda was kriegt. Gewerkschafter. Aber ist das die... Ah, es ist auch tatsächlich... Pass auf, wir machen mal die Intellektuellen da rein. In der Hoffnung, dass die hier dadurch ein bisschen größeren Zuspruch bekommen. Denn die betteln sich hier. Das wird echt krass knapp hier. Ich glaube, das Problem ist wirklich unser... warte mal, das ist tatsächlich... Wir könnten noch mal gucken. Stärken geht gerade nicht. Autorität haben wir nicht dafür. Na gut. Schade auch. Also die Sache bleibt spannend, definitiv. Wolkenkratzer errichten. Das können wir tatsächlich auch mal jetzt langsam mal nach vorne setzen. Wolkenkratzer, da. Setzen wir den mal nach vorne. 50 Wochen. Oder mal die Kohlemine machen wir noch zu Ende und dann geht es aber auch ab. 0,5. So, bitteschön. Eine Woche und abgeschafft. 49 Wochen. Was machen die hier eigentlich? Glashütten und Fischereianleger. Auch schön. Definitiv auch schön. Steuerungsstufe könnten wir nochmal runtersetzen. Das würde bedeuten, dass die Leute mehr Geld haben, richtig? Die Militärgehälter können wir nochmal nach oben setzen. Ja, den machen wir. Okay,
Kriegen wir vielleicht noch mal ein bisschen Militär. Ja, machen wir auch. Reinigungsgehälter. Regierungsgehälter. Reinigungsgehälter sind auch schön, aber das machen natürlich jetzt eher die Regierungsgehälter. Ich freue mich, wenn ich diese Folge jetzt gleich aufgenommen habe. In 20 Minuten. Da geht der Onkel mal schön in die Küche. Dann macht er sich einen großen Pott Spaghetti. Yummy, yummy. Mit viel Öl und Knoblauch und leckeren Tomaten. Das wird ein Spaß. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Oldenburg. Beziehungen sind schlecht. Das tut mir sehr leid. Beziehungen verbessern geht leider auch nicht. Rivalität, Unabhängigkeit gewähren. Das könnten wir machen. Waffenstillstand. Großbritannien hat Kongo kolonisiert. Britisch Kongo. Zu den Details. Ich muss doch was kolonisieren, nicht ihr. Hier ist Aufruhr angesagt. Aber nicht bei uns, oder? Kann doch wirklich nicht sehen hier. Oh doch, hier ist Aufruhr angesagt. Nicht inkorporierter Staat. Aber Schwedisch Gabun. Ich weiß nicht ganz genau, Staat kolonisieren. Ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen, oder? Lassen Sie das Land anwachsen. Oder erobern Sie umliegendes Land, bis die Kolonie Ihre ganze Staatsregion umfasst. Ja, das kriegen wir nicht hin. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Na, warten wir mal ab. Das wäre natürlich schade, wenn das Achievement jetzt daran scheitert, dass ich den Staat nicht kolonisieren kann. Ungünstig. Jetzt haben wir erstmal die Wahl, gucken wir uns mal das an. Ich weiß gar nicht, müsste man mich. Müsste ja mal gucken. Ob das überhaupt passieren kann. Geografische Studie. Man hat vorgeschlagen, dass wir anhalten und eine geografische Studie des Gebiets durchführen, um unser Wissen über diesen Ort zu verbessern. Gute Idee. Wir bekommen 10 Innovationen. Ja, hallo. Nehmen wir doch, oder? Geringen Fortschritt. Na, wir nehmen den Fortschritt. 10 Innovationen ist auch schön. Ja, das hätte man auch machen können tatsächlich, aber wir machen das jetzt erstmal so. So, die Wahl. Sozialdemokratische Partei hat gewonnen, die Bauernliga dahinter. Eieiei, so, jetzt geht es darum, hier nochmal zu gucken. Regierungsumbildung. Aber, nochmal zurück. Die Gewerkschafter haben gewonnen. Ne, warte mal, wer hat denn gewonnen? Die Gewerkschafter ist jetzt mächtig. Warum auch immer. War einst einflussreich, jetzt sind sie mächtig. Die Menge an politischem Druck. Okay. Ja, man kann die Wahlergebnisse jetzt nicht nochmal angucken, tatsächlich. Man kann jetzt hier nur sehen, was sehen wir denn jetzt hier? Im Grunde genommen ist die Sozialdemokratische Partei ja auch schon lange in der Regierung. Das heißt, eigentlich ändert sich hier mal sogar gar nichts. Ich hatte gedacht, da ändert sich was, aber nö. Aber die Bauernliga hat immer noch mehr Prozente, sind bei 34,6. Die sind halt immer noch nicht da, wo sie hinwollen. Tja. Ich sag mal, hier bei 97 macht einfach viel mehr Sinn, ne? Macht einfach so viel mehr Sinn. Frauenwahlrecht, Eigentumsrecht. Ne, da wollen wir ja nicht hin zurück. Migrationskontrollen, geschlossene Grenzen wollen wir auch nicht hin zurück. Koloniale Ausbeutung, klar, weiß ich jetzt auch nicht. Auch so lassen. Hier, keine Polizei, ist ja auch ein bisschen blöd. Agrarismus, blöd. Multikulturalität ist blöd. Also, beziehungsweise ist Dings, also brauchen wir nicht ändern. Berufsarmee, da brauchen wir auch nichts ändern. Parlamentarische Republik, können wir alles so lassen. Proportionalsteuern, Stufensteuern könnten wir machen. Was würde sich da ändern? Wir würden
Na, sind reich und alles gut. Ja, dann würde ich sagen, hat sich das hier so erledigt. Die beiden sind auf dem Weg. Ja, Staat kolonisieren, das scheint tatsächlich dann nicht zu funktionieren. Eine ganze Staatsregion kolonisiert haben. Wo sind wir denn jetzt hier? Tja, ehrlich gesagt, kann man das jetzt hier kolonisieren? Ich denke nicht. Kolonie in der Staatsregion Gabun entfernen. Wir warten mal ab. Diese 392 Tage warten wir mal ab. Ich denke, das wird schon gut gehen. Wir machen vielleicht mal ein bisschen schneller sogar. Das erste Mal, dass wir auf Stufe 4 sind, nach geführten 50 Folgen. Aber ich glaube, wir können uns das auch echt leisten. Können wir ein Kraftwerk erweitern? Stromerzeugung. Es gibt keine Staaten für Gebäude verfügbar. Ist das so? Was wäre denn, wenn ich jetzt hier... Elektrofabriken verhindern diese Aktion. Schweden hat die Technik Telefone erfunden. Die folgenden Bedingungen verhindern diese Aktion. Boah, das ist wieder so eine doppelte Verneinungsgedönsrat, ne? Also wir brauchen Telefone. Das wird vielleicht hier sein irgendwo. Checken wir das mal eben. Dampfmaschinen. Plastik. Glashütten. Telefone, Funk, hier, Telefone. Stromerzeugung wird erforscht in 3 bis 6 Wochen, das ist doch schön. Elektrozäune für 4 Höfe. Führt zu Technik, Telefone. Verbrennungsmotoren, auch interessant. Gut, da gucken wir mal, ob das funktioniert. Was haben wir da sonst noch? Kunstseide und Zeppelin hatten wir noch eingeweiht. So, die Expedition läuft ohne Zwischenfälle, das ist gut. Man hat ja mitunter doch ganz schön viel zu tun, oder? Jetzt mal ernsthaft. Glaubensfeind. Achso, ja, das können wir halt nicht machen. Wolkenkratzer errichten. Macht nochmal 10%. Bausektordurchsatz. Danach können wir so richtig bauen, Freunde. Ah, lieber ein Käfer in der Hand als 2 im Ohr. Ein Käfer ist ins Ohr von Sven Carparson, das ist der Admiral, gekrabbelt. Ohne sofortige medizinische Hilfe könnte dies den Fortschritt der Expedition behindern. So, Expedition verzögert sich etwas oder wir erhalten entweder 50, bekommt Eigenschaft verwundet oder Käfer im Ohr. Was ist denn Käfer im Ohr? 30% Charaktergesundheit. Und verwundert, 40% Charaktergesundheit, Moralverlust. Nee, dann erhält aber Fortschritt. Nee, dann würde ich sagen, die Expedition verzögert sich was. Lieber langsam, aber dafür sicher. Ich glaube, wir brauchen den nämlich, weil der wirklich für 200% irgendwie was sorgt. Und ihr seht ja, die Expedition ist in großer Gefahr. Das heißt, sie steht auf wackeligen Beinen. Das kann man natürlich sonst, kann man es nicht so richtig leisten, ne? So, hier wird ja jetzt der... Ich weiß gar nicht, ob... Ist das der Wolkenkratzer? Das sieht natürlich nice aus hier. Wir können das leider nicht so richtig sehen, aber es ist der erste Wolkenkratzer auf der Welt überhaupt, würde ich sagen. Und der steht in Schweden. Mhm. Stromerzeugung freigeschaltet. Hervorragend. So. Wir gucken mal. Technik, Telefone. 9 Jahre bis zur Erforschung. Aber können wir denn Elektrizität einführen? Also, nee, guck mal, kann man auch nicht. Wer hätte sie denn gerne? Die Kunsthochschule hätte sie gerne. Verstehe. Einheimischen Aufstand im Kongo. Ja, nice. Hauptstadt zentrieren. Ja, Aufstand, mach ruhig mal. Gibt es hier einen Aufstand? Nee, oder? Aufruhr. Britisch Gabun. Hm.
Luangonisch-Gabun. Schwedische Spannung, ruhig. Britisch-Gabun. Muss man halt gucken, ob man die nachher da rauskaufen kann oder sowas, ne? Elektrischer Telegraph freigeschaltet. Minus 25% Kriegsmüdigkeit durch Verluste. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Diplomatiespiel in der Strategieregion Kongo. Ich will noch mal ganz kurz gucken. Strategieregion, genau. Ah, interessant. Okay, das ist die Strategieregion Kongo. Alles klar, sehr gut. Und da ist jetzt Großbritannien gegen Fang. Das Ziel ist verunsichert. Selbstsicher 100. Kolonialisierungsrechte. Der entsteht, wenn eine der zentralen Nationen bei einem einheimischen Aufstand besiegt wird. Durch ihn erhöht sich das Tempo, in dem das Land, dem die Kolonialisierungsrechte gewährt werden, seine Territorien kolonisiert. Tja, was soll ich da jetzt sagen, ne? Was soll ich da jetzt sagen? Halten wir uns da jetzt raus? Ich meine, ja, oder? Ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, warten wir ab. Ich glaube, wir halten uns da raus. Auch wenn die Fang natürlich. Eigentlich würde ich die halt gerne kolonisieren. Aber warten mal ab. Wir halten uns da raus. Wir halten uns da raus. Was haben wir jetzt hier noch? Gegen Bobangi. Richtig Tamtam, ne? Investitionsstufe Sozialhilfe erhöht, wurde auf 3 erhöht, hervorragend. Und das Gesundheitssystem wurde auch erhöht. Das wird wahrscheinlich die Sterblichkeit deutlich runterdrücken. Ach, das läuft schon. Also in 200 Tagen, ich würde sagen, wir erklären unsere Neutralität hier. Auch wenn das vielleicht falsch ist. Aber sich mit denen jetzt anzulegen, ich glaube, es kommt so ein bisschen von meiner Erfahrung, dass ich in Kriegen bei zum Beispiel Europa Universalis oder auch bei Crusader Kings immer wieder Schwierigkeiten gemacht habe. Ah, super. Ach komm, deine Mutter hat 10% Prestige verloren. Ey. Ach komm. Die Nilexpedition war leider ein Reinfall. Na gut. Auch das noch. Auch das noch. Gut, also wir warten hier ab. 184 Tage. Dann wird das Ganze vielleicht dann nochmal ein bisschen klarer. Fang und Bobangi wollen jetzt von Großbritannien kolonisiert werden. Ich denke fast, wenn die das machen, dann kann das vielleicht sein, dass wir uns da mit denen nochmal anlegen müssen. Ah, hier ist auch tatsächlich jetzt Bambule, sagst du? Kriege. Wäre halt gut, wenn die da echt. Ach, guck mal. Wird das jetzt hier gerade eingenommen? Das. Ja, das holen sich die Fangleute wieder. Ach, du ahnst es nicht. Ja, dann können wir vielleicht noch ein bisschen kolonisieren. Hervorragend. Das käme mir doch sehr entgegen. Also ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert, aber ich sag mal, wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke, wie es funktionieren sollte. In 2 Wochen haben wir Wolkenkratzer. Boing. Steht denn auch schon hier? Ah, wenn das hier nicht so genau über diesen Wolkenkratzer wäre, wäre das irgendwie echt schön. Warum kann man das denn nicht daneben setzen? So, Wolkenkratzer errichtet, abgeschlossen. Leider gibt es da kein Achievement. Bis in den Himmel.
Der Bau des Stockholm-Wolkenkranzes in Svealand ist abgeschlossen. Er überragt den Horizont und inspiriert jeden, der ihn betrachtet. Mein Wolkenkratzer wäre ohne die harte Arbeit und den Fleiß tausender von Menschen, die sich für seinen Bau eingesetzt haben, nie möglich gewesen. Natürlich hatte ich als Chefarchitekt vielleicht mehr Einfluss als die meisten anderen. Man könnte sogar sagen, der Löwenanteil der Anerkennung gebühre mir. Dieser Gipfel des menschlichen Einfallsreichtums, dieses neue Babel, ist ganz und gar meinem Verstand entsprungen. Erblickt mein Werk, ihr Mächtigen, und verzweifelt. Eine große Leistung. Oh, wir bekommen 25 Prestige, das ist ja hervorragend. Aber es löst leider nicht unsere Probleme. Wir haben 10% Verlust. Alter Vater. Und die gescheiterte Expedition kriegen wir auf jeden Fall. Mal ganz kurz hier checken. Geht mal weg, ihr Infos. Guck mal, 4 Jahre, aber Bund der Dramatiker 5 Jahre. Also ein Jahr kriegen wir noch. 25 mehr. Obwohl, warte mal. Nochmal zurück. Das klingt doch ab, ne? Ja, genau. Das klingt ab. Das bedeutet, wir kriegen mit der Zeit immer mehr Prestige. Na gut, immerhin das. Ach, wie ärgerlich. Naja, gut, so ist das halt manchmal, ne? Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und hier geht richtig der Punk ab, sagst du? Das ist von denen initialisiert. Ja, die Briten werden gewinnen. Na, Großbritannien war siegreich. Die werden jetzt auch noch die Bumbangia schlagen. Wie auch immer. Das ist sehr bedauerlich hier. Sehr bedauerlich. Das wäre einfach schön, wenn die das hier wirklich, naja, so zurückerobern würden und wir würden das nochmal neu kolonisieren, das wäre natürlich hervorragend. Obwohl, vielleicht reicht ja auch, wenn wir den einen Staat. Oh Gott. Was ist das denn jetzt hier? Das kriegt jetzt hier alles irgendwie. Die Briten. Uruguay hat verweigert, ein Protektorat Russlands zu werden. Frieden. Oh Gott, wie sieht denn das jetzt hier aus? Gut, also ich sag mal so, das wird jetzt vielleicht unser nächstes. Der Kongo möchte unserer Zollunion beitreten. Ja, aber herzlich willkommen. Sehr gut. Bist du jetzt unserer Zollunion dabei? Ja, ne? Zollunion. Schweden ist der Seniorpartner der Zollunion. Hervorragend. Das ist doch der Kongo, oder? Ich meine, die sind doch keine. Genau, die sind eine Nebenmacht. Können wir die vielleicht irgendwie einheimsen? Können wir sagen. Oh, wir haben sogar ein Bündnis. Von Verpflichtung entbinden könnten wir machen. Dann hätten wir sogar nochmal plus 30. Finanzierung beginnen können wir auch machen. Klientelland. Der Kongo ist ein Klientelland Schwedens. Schweden hat ein Bündnis mit dem Kongo. Der Kongo ist ein Klientelland Schwedens. Ja, dann machen wir das doch mal. Bündnis beenden. Wir haben doch ein Bündnis mit denen, oder? Wir entbinden die erstmal von denen und beginnen die Finanzierung. So, das ist schon der erste Punkt. Ja. Kleinhandel halten, Klientel übertragen. Der Kongo ist ein Klientelland. Die Frage ist, wie machen wir ihn zum Klientelland? Ja, können wir mal gucken. Vielleicht können wir da was machen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Dänemark ungeschwärzt. Was? Ein Buch, dessen Veröffentlichung in Dänemark abgelehnt wurde, wurde nun dank laxerer Gesetze von einem schwedischen Verlag angenommen. Ungünstig. Der Verlag sollte etwas mehr Takt beweisen und unsere Nachbarn respektieren. Oh, die Intellektuellen und die Gewerkschafter kriegen 3 Abzüge. Was wir uns tatsächlich leisten könnten. Oder
Ach, die Dinger hier zu. Na, die Dinger hier, die. Was verbessert sich? Die Beziehung? Die Beziehungen verbessern sich. Ja, komm, warum auch nicht? Jetzt sind wir hier bei Herzlich, das ist doch hervorragend. Herzliches Dänemark. Verpflichtung vom Kongo entfernt, einheimischen Aufstand in Nord. Hast du irgendwas gesehen? Afrika. 5 Tage noch, das machen wir jetzt aber noch. Hier brennt die Luft, Freunde. Wing. So, und jetzt? Geht es direkt in das nächste über? Gründung einer schwedischen Kolonie in Schwedisch-Kongo. Wo ist denn das? Das ist hier, ja? Ach, du ahnst es nicht. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Dann werden wir mal das Kolonialwachstum deutlich nach oben hauen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber ich denke mal, das machen wir in 50 Wochen, also in der nächsten Folge. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.